So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, momentan ist wirklich nichts los in Ignis. Und gestern Abend auch nicht und gestern Nachmittag auch nicht. Ich warte einfach auf eine gute Dingzeit, wo man halt einfach Fortschlachten machen kann. Wo auch Mitspieler mitmachen. Aber ja, Ignis ist momentan tot. Und wir verlieren wahrscheinlich bald die vier Edelsteine. Aber nun gut. Ja, kann ich leider euch momentan nicht zeigen, wie wir im Fortschlachten oder Schlossschlachten oder geschweige denn die Mauern einreißen oder so. Das ist ein bisschen blöd. Das bin ich hier am Trainieren, aber ja, es läuft extrem scheiße. Also ich kann euch sagen, ich treffe fast nie. Und sterbe dadurch, weil ich einfach die Gegner unterschätze. Wenn plötzlich die Buffs aus sind, treffe ich gar nichts mehr. Und ja, abhauen will ich auch nicht. Dann bin ich momentan jetzt gerade vorher gestorben. Aber ja, man sollte halt Orks nicht so unterschätzen. Gut, wir machen jetzt einfach weiter. Ich habe schon ein rechtes Stück wieder gemacht. Leider immer noch 46, aber. Das ist momentan auch fast unmöglich, ein Level zu machen. Also, es geht so lange. Vor allem das Ausruhen geht mittlerweile extrem lange. Wieso kann man das nicht prozentual machen oder so? Da hat Regnum wirklich noch viele Baustellen und Ungereimheiten. Und wieso bist du nicht gestorben nach zwei Schlägen? Gestern Abend habe ich hier drin Orks getötet und es hat mich niemand gesehen. So viele süß waren und aber die haben mich einfach dort innen gar nie gesehen. So. Bei den Aquantis habe ich auch noch ein bisschen gelevelt, aber die sind mega scheiße. Ich weiß nicht, wie Zertox dort leveln konnte. Die sind also wirklich blöde Gegner. Die halten ihn doppelt so viel aus wie diese Orks hier. Oh nein, nicht, aber dafür sind sie stärker. Und eben auch so zäh. Ungefähr ein bisschen zäh. Ja, jetzt fängt es wieder an. Jetzt ist wieder dieser Scheiß-Buff weg. Ich habe einfach zu schwaches Equip. Ich bekomme einfach nicht besseres Equip. Ich habe jetzt seit zwei Ladungen, die ich raus zum Händler gebracht habe, fast keine Items gefunden. Ja, zwei Items habe ich gefunden. Und das ist viel zu wenig. Also, ich weiß nicht, was Regnum will. Die wollen unbedingt, dass ich Booster kaufe. Nein, ich kaufe keine Booster. Ich lade das Konto momentan auch nicht auf. Da kaufe ich mir lieber im Summer Sale Spiele und habe viel mehr davon. Und eins, ja, zwei kommen jetzt dann bald als Projekt. Und die sind sehr, sehr gut, die Spiele. Und wirklich sehr, sehr gut. Ja. Ja, ein Haar schaffe ich noch. Die jungen Orks machen recht viel Damage. 122. So, ausruhen. Nichts riskieren. Eben Hammer ist ab übernächstes Level. Der wird wahrscheinlich sehr viel hochbringen. Crit-Chance ist nicht so gut. Aber 2x20 Schaden, das ist schon gut. Und Löwenhelm ist auch aber 48. Der Meisterdegen, der ist mit plus 33 und plus 42 Crit-Chance sehr gut, aber ich weiß nicht, ob ich den einsetzen soll als Degen. Als Degen muss man, glaube ich, Durchschlagswaffen skillen. Ja, habe ich leider nicht viel. Also keine Linkshandwaffe. Bisschen schade. Ja. Also ihr seht es, es geht extrem lang. Und ich habe jetzt eben so wenig Zeit. Heute Morgen habe ich die ganze Zeit gejoggt, 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 bis ich Krämpfe bekam. Habe ich geduscht. Jetzt habe ich wieder keine Krämpfe. Und ja, das tut schon gut. Also Motivation auf Regnum habe ich dadurch schon wieder. Ah,
Es ist einfach ein bisschen blöd, dass niemand on ist, aber ja, die meisten haben sowieso Schule oder Arbeit. Das Spiel ist halt für China-Farmer gemacht und die gibt es in Europa fast nicht. Was? Schutz, Brustpanzer? Oh, nicht schon wieder Ritter, meine ich. Immer Rittersachen. Immer Rittersachen. Also wirklich. Wer macht schon so viele Ritter? Niemand. Das bringt doch gar nichts. So. Ork-Ketten könnten wir angreifen, probieren. Das kommt ja eine blöde Zeitpunkt, aber. Ja, weil wir nicht treffen. So. Nur 60 schon. Komm. Wir verlieren zu wenig. Wir machen zu wenig Damage, meine ich. Bisschen blöde. Aber wir greifen jetzt ein bisschen Ork-Captain an. Die geben gar nicht mal so viel EXP. Aber ich will sie einfach mal ausprobieren, ob sie Items droppen. Aber dann wahrscheinlich mit Level 48 plus. Ja, ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Schade, dass die Sichtweite so wenig ist von Kreaturen. Ich hätte ein bisschen mehr Übersichtlichkeit schon gerne. Aber die gehen hoch, egal welchen. Also, die gehen nicht hoch, egal welchen Einstellungen ich im Game CFG mache. Sie gehen nicht hoch. Also, das ist richtig blöd. Das liegt einfach an der Engine, dass die nicht weiter Kreaturen anzeigen kann. Das ist richtig blöd. So. Also probieren wir nochmals einen anzugreifen. Der Häuptling ist endlich mal wieder oben. Der ist irgendwie ganz weit rechts gewesen dort. Das letzte Mal. Und manche Orks sind ja nicht mehr an der Klippe gewesen, hier hinten dran. Also so richtig an dem Hang konnte ich nie besiegen. Ja, Kriegssiegel. Brauche ich doch nicht. Widerstehen, toll. Also die bringen jetzt gerade noch gar nichts. Richtig schade. So, gehen wir weg. Greifen die Gelben wieder an. Ja. Gehen wir hier hinten. Da müssen wir einfach schauen, dass Süden hier durchgehen. Dass wir nicht Opfer werden. Aber es sollte eigentlich gehen. Ja. So. Die finden sich einander irgendwie gar nicht. Also die geben genau so viel EXP wie die Orangen. Und sind viel schneller dann. Vor allem die Jungen. Ja, toll. Richtig toll. Und da kommt ein Ovoro. Der soll mich in Ruhe lassen, ja. Er ignoriert mich, danke. Weil die wollen ja jetzt zur Mauer und nicht aufgehalten werden von mir. So. Ja, müssen uns wieder ausruhen. Am besten bei den Steinen da. Ja, okay, hier kommen sie nicht durch. Hier können wir uns ausruhen. So, ich hoffe, der Schutzpanzer gibt genug Gold. Weil ich habe wieder ein bisschen Verlust gemacht. Obwohl ich jetzt mittlerweile wieder Plus gemacht habe. Wahrscheinlich durch die Goldmünzen, die ich bekomme, durch die Orks. Und Magnetstück habe ich jetzt bis seit ungefähr 5 Tagen nicht mehr gesucht. Habe aber einen Fünfer gefunden dort im Tal. Und ja.
Ah, da kommt der Drache. Früher dachte ich immer, der Drache greift die Mauer an, also macht, dass die Mauer weniger Robustheit hat oder so, aber der greift eigentlich nur Spieler an und vielleicht ein bisschen das Tor. Aber sehr schwach. Extrem schwach. Das ist überhaupt nichts. Ja, Präsentation und Inszenierung ist bei Regnum wirklich schlecht, aber es macht riesig Spaß. Es ist einfach halt cool, Open Air VR, richtig Open Air VR. In jedem anderen Spiel prallen sie sehr extrem mit Air VR, aber es ist nicht mal Open, es ist einfach alles inszeniert und instanziert, meine ich. Und völlig schlecht halt. Wer will schon in einer kleinen Arena Air VR machen? Das ist völliger Bullshit. Und ja. Mondstein. So. Also das Leveln geht jetzt bei den Orks eigentlich noch recht angenehm, aber eben auch sehr, sehr, sehr langsam. Ich weiß ja nicht, wo ich leveln soll. Bei den Salamander aus Eidechsen und beim Ding war ich auch jetzt nur einmal angegriffen, weil er noch zu stark war. Die ist nämlich auch noch orange. Die Golems. Und deshalb bin ich jetzt wieder bei den Orks. Vielleicht sollte ich wieder zu den Käfer zurück, aber da levelt man halt langsam, weil man Ritter. Ja, Ritter! Ich finde Rittersachen. Ich bin ein Barbar und finde Rittersachen. Das gibt's nicht. Oh Gott, immer Rittersachen. Also wirklich Ritter und Schützensachen. Immer nur Ritter und Schützensachen. Ich hab die zwei Charakterklassen nicht. Ich brauche das nicht. Liebes Regnum-Spiel. Das ist eine Frechheit. Eine pure Frechheit. Was haben Orks eigentlich mit Ritter zu tun? Orks sollten Barbarensachen droppen. Aber nicht dritte Saison, dann sind sie so schwer. 6 Kilo und 28 Kilo. Extrem schwer. Aiu. Schlimm, schlimm, schlimm. Entweder gehen sie zum Genio oder Steine weg. Haben sie schon die Mauer aufgegeben oder was? Ah, sollen wir dorthin gehen? Bringt's etwas? Sie gehen zu Genne, also Genne ist wahrscheinlich der im Steinkreis. Nö. Das ist wahrscheinlich der Dungeon, also der Boss vom Dungeon. Von den Syrten. Keine Ahnung. Also dann gehen wir zur Mauer, holen die Belohnung ab. Und ja, weiß nicht, was noch. Ja, dann können wir weiterleveln natürlich. Weil es nichts anderes gibt. Oder wollen wir mal Magneten sammeln? Aber das ist noch langweiliger. Naja. Also ein bisschen Feedback oder also was ihr genau sehen wollt, dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und vielleicht finden wir ja etwas. Und Tipps und Tricks natürlich auch wie immer. Also richtig toll, wenn ihr Tipps und Tricks gebt. Ich kenne mich halt nicht so gut in Regnum aus. Vor allem eben so hochlevelig bin ich ja das erste Mal, außer bei Alcius, aber da habe ich auch nicht so richtig ernst gespielt. Habe ich damals hatte ich noch extrem viel Zeit zum Leveln und viele Erfahrungen habe ich da auch nicht geholt. Und das ist halt auch schon lange her, also habe ich das meiste wahrscheinlich schon, ja nicht vergessen, aber irgendwo in meinem Wirrwarr von einem Kopf versunken. Hingestellt.
meinem Keller von einem Kopf. Oder Esterich. Weiß es nicht. Vor allem habe ich gestern wieder voll viel ausmessen müssen. Und wir haben so ein Problem mit der Wasserleitung vor dem Haus auf der Straße. Da kommt immer Wasser in unser Keller rein. Und da machen wir so einen Schacht jetzt vorne an das Fenster. Da musste ich alles ausmessen. Dann musste ich so ein 420 Kilo großes, also schweres Schacht mit ein paar anderen Arbeitern darunter buxieren. Ja. Ah, sind die Igen bei? Okay. Sieht nicht so gut aus, wenn man hier an die Mauer kommt. Soll ich von hinten rein? Ich riskier's. Aha, die Syrten haben... Aha, captured. Ist es schon. Hab übersehen. Also, ja, ich bekomme hier keinen Boni, also müssen wir zum Schacht drüber. Und dann mal schauen. Ich will die Mauer nicht kaputt machen. Das geht bei mir wahrscheinlich gar nicht. Ja, dieses Tor ist nicht verwundbar. Sie sind mit einem Quadrat. Das sind wahrscheinlich diese Kisten, oder? Sehen eher aus wie Kisten als Falltüren. So. Können wir wieder reiten. Genau. So. Also zur Mauer. Also zum Tor. Ah. So. Wie süß. Baut sich bald tot. Ja, das schaffe ich nicht. Es sind zu viele gerade. Jetzt könnte ich vielleicht ein bisschen... Es sind zu viele Barbaren. Zwei Barbaren und ein Ritter. Sehe ich das richtig? Ja, jetzt hauen sie wieder ab. Solche Feiglinge! Schlimm. Viel Schaden. Das ist ein guter Baba. So. Aber immerhin. Ja, jetzt habe ich 20 für 20. Yes! Immerhin haben wir ihn besiegt. Der da oben greift mich dann bald noch an. So. Ja, jetzt sind alle wieder hier. Ach Mist. Ach, halt mich ein bisschen mehr. Nicht nur regenerieren. Mal den töten.
Ja, der ist extrem leicht, hä? Manche sagen, die Pets sind mega stark, aber irgendwie sind die mega schwach. So. Ah, die Tür ist recht stark. Da brauchen wir ein bisschen. Ja, hauen sie wieder. Die kommen rein und müssen gleich wieder weg. Oh Gottchen. Ja, genau. Oh Mann, ich kann nichts machen, bin ganz zergestunt. Ja, der verreckt gleich. Ja, der Barbar ist recht stark. Aber, natürlich nicht so stark, dass man... Ja, das Tor geht gar nicht kaputt. Oh. Die ganze Zeit immer nur stunnen. Ganze Zeit stunnen. Ich weiß nicht, was Regnum eigentlich noch ist. Ein Stunt-Spiel, aber kein PvP und der VR-Spiel. Ganze Zeit wird nur immer nur gestunt. Ich weiß das gar nicht, was das für Barbaren-Skill gewesen sind. Wahrscheinlich ist das so ein Warzone-Skill. Ich kenne mich mit Warzone überhaupt noch nicht aus. Ja, ja. Ich habe keine Chance. Schaut, wie viel das jetzt sind. Extrem. Diese Pisse kotzen mich langsam echt an. Kann ich verstehen. Also ich gehe weg. Ich gehe jetzt Quest abgehen. Nein, mehr will ich da nicht machen. Das ist ja schlimm. Also wirklich. Da meint man eigentlich... Lol. Ich greife die... Ich greife die einfach an, obwohl ich nichts gemacht habe. Schon klar, dass die aggro wurden, aber dass ich automatisch angreife. Ja, das bringt nichts. Ich muss die abschütteln. Weil ich ja aufs Pferd eigentlich sollte jetzt. Also, was müssen wir? Sprech mit Dario Steel Thunder. Ja, jetzt greift er noch an. Wie aggro sind die Mobs eigentlich hier? Geht in Richtung Mauer. Wüste. Aha. Und sonst? Alcius. Wir greifen Alcius eigentlich nie mehr an. Seitdem wir die zwei Edelsteine haben, ist Alcius eigentlich auf unserer Seite. Weil sie Alcius nicht schafft, die Edelsteine wieder zu holen von uns, sind die Alcius auf unserer Seite. Aber wenn Alcius und Iggen so wenig sind gerade... Also jeden Tag eigentlich jetzt schon. Ich glaube, die Egner haben kein Bock mehr, weil sie zu viele sind. Weil sie einfach zu überlegen sind. Also nicht zahlenmäßig überlegen sind, sondern kämpferisch zu überlegen sind. Bleiben einfach manche Egner fern. Und wollen halt auch stärker werden. Also wo ist Dario Steel Thunder? Da oben. Okay. Ist doch scheiße, Low. Normale Treffer 1448 Garion. Der macht bei mir ja weniger Schaden. Ja, vielleicht ist er irgendwie so ein Hexer oder Schütze, wo wenig Defensive haben. Aber ich glaube, Dark Cluster ist auch ein Barbar. Ich weiß es nicht. Vor allem, ja, es war wahrscheinlich ein Crit, ein Extra-Crit, wie die nennen. Also das gibt ja, glaube ich, mehrere Ausrufezeichen. Ein paar haben 3, ein paar 2, ein paar 1. Und das heißt irgendwie die Höhe an Crit. Weißt du nicht, ein dreifacher Crit oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Regnum ist ein Spiel, wo man vieles halt nicht lernt. Weil man es einfach nicht mitbekommt. Ich finde...
Regnum sollte einfach die Sachen erklären irgendwie. Aber Regnum schießt einen rein ins Spiel und man hat immer noch keine Ahnung. Man ist dann Level 10, 20, 30 und hat immer noch keine Ahnung. Und ich spiele jetzt schon recht lange Regnum. Und weil die Sachen immer in weiter Ferne waren, die Reichsschlachten, die Dungeons und die Warzone-Punkten und so, ist es für mich halt auch noch unbekannt. Weil eben ich habe die Zeit nicht, so einen hohen Charakter zu machen. Ich werde jetzt ewig lange noch brauchen, bis der Level 60 ist. Das ist gigantisch. Sehr schade. Also, wir sind hier bei den Community. Wir sind weniger als die Mitte von Community. Und wenn wir jetzt die Quest abgeben, ist der Erfahrungsbalken wo? Ich hätte gerne ein bisschen mehr. LOL! Es waren so viele Söten da und dann haben sie es geschafft. Du hast die Quest beendet. Ja, ein bisschen. So. Komm. Ja, er ist schneller halt. Ich töte den. Schaffe ich den zu den? So. Jetzt muss er einen neuen holen. Und er ist tot. Yes, aber ich habe nichts bekommen, oder? Nein. Schade. Jäger sind halt viel zu schnell, weil sie zwei Geschwindigkeitsbuffs haben, also ein passives. Ja, die Jäger. Immer die Jäger gehen hier nach Altaruk. Verstehe ich wirklich nicht, wieso. Bekommen die so viel Erfahrung von diesen NPCs über. Sonst hat es ja keinen Sinn. Na gut, jetzt habe ich hier also von hier bis hier Erfahrung bekommen. Nett. Die Quest ist beendet. Wahrscheinlich kann ich jetzt nicht noch eine weitere erfüllen. Nein, glaube ich nicht. Ja. Sonst wird es jetzt schon ein Ding. Also gut, dann haben wir das gemacht. Und hier ist die Musik. Ich weiß nicht, wieso die Musikstücke verschieden laut sind. Die suchen jetzt den Schützen, den Jäger, aber ich habe ihn schon besiegt. Also ich, die NPCs haben ihn besiegt. Ich habe den Ding besiegt. Aber nicht alleine. Den Pet, den Troll. So. Also gut, dass wir dann zurückerobert haben. Leider habe ich keine Warzone-Punkte bekommen. Aber ich wusste es ja nicht, dass es sofort ein Ding wird. Ich wollte eigentlich die Quest abgeben und dann nochmals kommen. Aber wahrscheinlich eben, weil Sirtis ja nicht durchbrechen konnte, wurde das einfach aufgehoben und sie haben die Mauer wieder verloren. Ich glaube kaum, dass die so viele so besiegt wurden. Oder? Also ich weiß es nicht. Also machen wir jetzt die letzte Quest, also ja, die eine Quest noch, die anderen zwei können wir nicht machen, wenn wir keine Eisen finden. Und wenn ich so Level 50 oder so bin, gehe ich mal ins Eisenreich, also einfach dort, wo die Forts sind, um mal ein paar Low-Leveler zu suchen und die zu killen. Und ja, einfach nur für die Quest, weil ich ja eben nicht so mag, Level-Killer zu sein. Mal schauen. Ja, ja, ja. So, wenn jetzt in den nächsten paar Tagen halt ein bisschen weniger Regnung kommt, also statt zweimal täglich nur einmal kommt, oder halt zwei Tage eine Folge, tut mir leid, aber ich habe extrem viel zu tun und es ist halt ein bisschen langweilig jetzt gerade in Regnum, wenn Fortschlachten nicht so im Gange sind und das Leveln halt auf den Sack geht. Aber mal schauen. Also wirklich immer noch super Dankeschön dafür, dass ihr so viel liked und kommentiert. Ja, wirklich toll, super. Ich mache es ja für euch und nicht für die neuen Zuschauer, die kurz reinschauen und dann wieder weggehen. Und ja, wirklich
lieben Dank dafür. Regnum wird sicher immer mein Hauptprojekt bleiben, wenn auch Minecraft jetzt und später vielleicht noch Morrowind auch zu einem häufigen Projekt kommen. Aber eben da ich jetzt nicht mehr so lange hochladen muss, geht es eigentlich gut, wenn ich drei Hauptprojekte habe. Wüstental. Was? Jetzt muss ich wieder zurück. Also das ist so eine Erkundungsmission. Nur von mir aus. So. Der Magier ist immer zuerst tot. Der arme Magier. Da ist drin ist auch noch ein Magier. Der war natürlich auch tot. Und die, der Part ist vorüber. Schade. Ohne dass ich es merkte. So viel, gedacht habe ich jetzt. Aber wir machen die Quest jetzt noch hier fertig. Wir müssen nach Altruck wahrscheinlich zurück jetzt. So. Verkaufen wir noch die Sachen und tun für den Schützen die Items in den Handelsinventar, also in Account Stash. Jo. Was habe ich eigentlich für Auszeichnung? Erobere ein Gebäude. Wow, toll. 50 Mal gestorben. Ja, ist leider relativ klar. Bei den Fortschlachten stirbt man halt ab und zu recht viel. 100 Orks besiegt ist auch klar. Ja, was habe ich jetzt hier? 15 von 25, 9 von 17. Bald die Hälfte geschafft von Achievements. Ja. So, und jetzt Altruck, Umgebung von Altruck, genau. Das ist meine. Ja, ich habe ihn. Wie groß ist die? Einfach, okay. voll wichtig. Ich hab's zuerst 45 Goldmützen bekommen. Hey, ich habe ja nur 3.140.976. Stellt euch mal vor, ich habe nur so wenig. Ich brauche das unbedingt, ich bin so süchtig nach denen. Nein, ich wollte einfach, weil ich es gesehen habe, dass ich sie es nimmt, habe ich sofort nehmen müssen, weil ich automatisch eigentlich immer alles einsammle. Und ja, tut mir leid für sie, aber ich wollte es halt einfach. Ja, tut mir leid, also wirklich. So arm, jetzt hat die so viele Schulden durch diesen Ding, den sie nicht einsammeln konnte. Diesen Schatz. Der hat den Titel Schatz gar nicht verdient. So, bitte. So, abgeben. Abgeben. Ihr seid zurück. Unfassbar. So seid ihr doch kein Verräter. Mein Freund. Was? Ich werde immer noch als Verräter beschimpft, oder was? Seid willkommen. Es erleichtert mich ungemein zu sehen, dass ihr offenbar die Wahrheit gesprochen habt. Ruht euch nun aus, kehrt morgen zurück. Dann werde ich euch sagen, wie ihr dabei helfen könnt, eurem Reich Gerechtigkeit zuteil werden zu lassen. Oh Gott, noch eine Quest. Seltsam genug, dass ich euch geglaubt habe, als ihr das erste Mal hier wart. Ich glaube, ihr wurdet ausgetrickst. Ich glaube, dass jemand, der oder etwas die Gedanken der Wächter kontrolliert hat, nur darauf warten, dass jemand wie er vorbeikommt. Sobald ihr da wart, fing der Plan an und solange ihr erfolgreich wart, würdet ein anderer Runenstein ausgeschmuggelt werden. Das Einzige, was ich nicht verstehen, ist, wie die Runensteine das Königreich verlassen haben. Abend. Die Mauer wurde zugesperrt, nichts geht raus und nichts kommt rein. Ihr sagt, dass ihr eine Art Schlosszauber verwendet habt. Vielleicht finden wir hier etwas. Geht zum Bibliothekar, der euch das Zauberbuch gegeben hat und findet heraus, ob er uns Informationen geben kann. Zweihändiger Drachenklingenspeer. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwie 44, noch weniger. Brauche ich doch nicht, aber gerne nehme ich so zum Verkaufen. So. Willkommen, Freund. Ich habe euch schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht's euch? Ihr wollte etwas über das Buchen wissen. Okay.
Okay. Das ihr benutzt habt, um die Kiste zu verschließen. Kein Problem. Ich habe es gleich hier. Ihr sagt, dass die Kisten, die den Wächter überprüft haben, leer waren? Hm. Da gibt es ein Buch auf dem Bücherregal. Es ist ein altes Buch mit Zaubersprüchen. Bringt es zu mir. Okay. Lasst mal sehen. Eine Seite im Buch fehlt. Es sieht so aus, als fehle die Seite mit dem Zaubersprüchen für die Teleportation. Es scheint, als ob euer Freund darin interessiert wäre, Sachen von meiner Kiste in eine andere zu befördern. Wie ihr seht, habt der Zauberspruch, den ihr benutzt habt, die Kiste nicht abgeschlossen. Es hat den Inhalt in eine andere Kiste befördert. Soll das nicht aufgeschlossen sein? Okay. Irgendwo gibt es eine Kiste, die all diese Inhalte empfangen hat. Ich glaube, dass es eine Möglichkeit gibt, herauszufinden, wo sich diese Kiste befindet. Das ist die, in der die Inhalte eurer Kisten liegen. Zuerst brauchen wir eine Kopie des Original-Zauberspruchs. Geht zu den ortsansässigen Händlern und findet heraus, ob einer von ihnen eine Kopie des Buches hat. Es heißt, beste Zauberkunst für Kisten. Ja, toll. Hier ist sein Befehl von König. Als braucht ihr euch Geld... euch um Geld keine Gedanken machen zu müssen. Oh, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Schlimmer geht's nimmer. So, denn das nächste Zeugs machen wir dann später im nächsten Part weiter. Ja, toll, das ist zu. Also voll. Ja, okay. Also dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Part. Dankeschön fürs Anschauen. Tschüss, bye.